So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Dieses Projekt wird sogar ein Together. Die andere Person stößt aber erst später zu. Da ist nämlich noch etwas kurzfristig dazwischen gekommen. Deswegen werde ich jetzt den Anfang einfach erstmal alleine anmoderieren. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Und ja, hiermit möchte ich euch herzlich in der Welt von Fiesta Online begrüßen. Und ja, ich habe mir einfach mal gedacht, es wäre doch lustig, wenn ich mal wieder Fiesta aufnehmen würde. Ich habe auch irgendwie wieder so einen kleinen Fiesta-Tipp gehabt. Und ja, wie gesagt, es wird noch eine andere Person dazukommen. Die brauche aber jetzt halt noch mal ein bisschen. Und ich schließe mal ganz kurz. Und muss mal ganz kurz gucken, ob die Einstellungen alle so sind, wie ich sie haben möchte. Ja, sind sie. Gut. Ja, ich habe dieses Spiel, glaube ich, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Player 4. Hatte ich es, glaube ich, schon mal aufgenommen. Und ja. Da hatte ich das aber, glaube ich, alleine gespielt. Und diesmal hatte ich aber alleine halt nicht so wirklich Lust, weil, ja, MMOs machen halt zu mir noch mehr Spaß. Und, ja, eine Änderung zu der damaligen Fiesta-Version. Ich werde die Texte jetzt nicht mehr vorlesen, weil ich habe das tatsächlich bis, ich glaube, Level 60 mir das immer durchgelesen. Es ist jetzt nicht Story-Relevantes für mich, finde ich. Ich möchte es eigentlich hierbei auch nicht eher wegen der Story spielen, sondern halt um euch die Quest zu zeigen und versuchen mit euch mal weiter als Level 40, 50, 60 zu kommen. Was mir nämlich meistens sehr schwer fällt. Danach habe ich nämlich irgendwie nie Lust, also überhaupt noch weiter zu spielen. Und ja. Deswegen, ich klicke hier einfach mal die Texte durch. In anderen Spielen wie, ja, Elder Scrolls oder Herr der Ringe werde ich es wahrscheinlich trotzdem noch machen. Da werde ich dann tatsächlich die Texte vorlesen. Hier bei Fiesta und dann halte ich das nicht wirklich für sinnvoll. Wenn etwas halt Erklärungsbedarf bedürfte, ne? Dann mache ich das gerne, dann erzähle ich es gerne. Ich habe mir, wir haben uns einen etwas stilleren Server diesmal gesucht. Denn auf dem Server, wo ich, oder wo wir privat jetzt eigentlich mal gespielt haben, ist es einfach zu voll. Und ich habe, oder können, wenn wir in der Gruppe sind, kann ich halt die NPCs hier ausschalten, also die Leute hier nicht ausschalten. Und es ist auf Dauer ein bisschen nervig. Und ja, ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir jetzt hier an einer etwas ruhigeren Stelle sind. Ja. So. Wir haben jetzt hier auch wieder einen Adventskalender. Ich habe den jetzt allerdings schon geöffnet. Beziehungsweise ich habe nur die Items kurz abgeholt. An sich geöffnet habe ich noch gar nichts. Die sind hier. Die sind hier drin. In unserem Inventar. In einem kleinen süßen Inventarfensterchen. Und hier ist einmal Adventskalender Tag 1 und Tag 2. Dann habe ich hier noch die ganzen Premium-Items. Ich werde, denke mal, bis Stufe 35, 40 ungefähr. Werde ich es halt ohne Extras spielen, also ohne die ganzen zusätzlich hier, die ich mir gekauft habe. Ab Level 35, 40 werde ich dann auch die gekauften Gegenstände benutzen. Level Booster jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber halt so Kleidungsstücke, Pets und was weiß ich. Weil ich da jetzt schon wieder so ein bisschen im Pet-Fieber bin. Und ja. Ich hoffe, das stört keinen. Und ich hoffe, das ist jetzt hier gerade nicht zu langweilig. Die 5 Minuten, die wir jetzt hier labern.
Aber wie gesagt, die andere Person, die hat mir jetzt einfach zu lange gedauert. Wir haben zwar diesmal keine richtige Zeitfrist gemacht, aber wenn man dann sagt, dass man um 20 Uhr ungefähr anfängt, es kann immer mal was dazwischen kommen. Ist auch alles in Ordnung. Aber ich bin ein Mensch, der nichts lange warten kann, wenn etwas über die Zeit hinweg ist. Irgendwann reicht es einem. So, mit M können wir hier einmal die Gebietskarte aufrufen. Jetzt muss ich gerade selber überlegen, ich glaube mit U können wir die Weltmap aufrufen. Die hat sich tatsächlich zu meinem damaligen Spiel, wo ich angefangen habe, sehr stark vergrößert. Ich glaube, damals ging es nur bis hierhin. Das alles hier gab es damals nicht, meine ich. Also, das wird hier hinten alles neu für mich oder dann auch für uns. Wir kamen jetzt, glaube ich, ungefähr bis hierhin, sind wir privat gekommen. Ich glaube, ich sogar bis hier. So grob geschätzt. Ja, jetzt ist halt auch wieder das Weihnachtsevent oder Winter-Event, wie man es auch nennen will. Wir gehen jetzt einfach schon mal weiter. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten. Den ersten Part mache ich jetzt halt erstmal alleine. Und ja, da ist dann auch schon die Heilerin. Bei ihr können wir Lebenssteine und Mana-Steine kaufen. Was das andere hier alles sein soll, weiß ich nicht. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die beiden Bildchen auch noch eine Bedeutung haben. Gut, wir haben bis auf 4 alles Maximum. Dann würden wir hier einmal die Quest abgeben. Und sind auch schon Stufe 2. Ja, sehr gut. Perfekt. So, mit dem Ding hier oben können wir eigentlich in die Schnellauswahl der Quest, aber wir können sie jetzt noch nicht über die Schnellauswahl annehmen. Da wir dafür, glaube ich, erst Stufe 5 oder 6 sein müssen und eine gewisse Quest abgeben müssen. Ich werde jetzt noch einmal kurz zurückgucken. Ob die Person vielleicht schon da ist, ich weiß es nämlich nicht. Wir gehen immer einfach auf Nummer sicher. Aber es scheint mir, als wäre... Achso, okay. Jetzt wäre niemand hier. Gut, dann ist das halt so. Ich habe mich, wie man weiß, wer sieht, für eine Jägerin entschieden. Denn ich bin eher so diejenige, die gerne Schaden austeilt und allerdings auch aus der Ferne gern kämpft. Ich, ja, Heiler ist nicht so meins. Magier an sich auch nicht. Das, ja. Ist alles nicht ganz so mein Gebiet. Jetzt gucken wir mal. Ich will diesen Part mir auch nicht zu lang machen. Renne ich den jetzt eigentlich hin? Ist gerade auch ein bisschen blöd. Wollte eigentlich nach da unten. Vielleicht hätte man vorher, bevor man sich hier raufstürzt, erstmal die Map gucken sollen. Was ich zwar eigentlich schon die ganze Zeit tue, aber irgendwie habe ich da jetzt gerade mal nicht so drauf geachtet. So. Die mit diesem blauen Symbol zeigen an, dass wir da eine Quest abgeben können. Und wenn hierüber ein orangefarbenes Symbol wäre, dann hätte der NPC eine Quest für uns. Und eigentlich muss ich selber mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, warum das eine grau markiert ist. Grau bedeutet eigentlich, glaube ich, immer, dass weil für die Quest schon stark ist. Dachte ich zumindest bisher immer. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht umgeändert haben oder ob es ein Bug ist. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken. So. Ich werde mit meinem Char hier fast ausschließlich auf Stärke gehen. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht, aber mit meinem anderen Char, bei dem ich das bereits einmal gemacht habe,
hat das eigentlich ganz gut funktioniert. So. Hier ist der gute Waffenhändler. Und wir sollen jetzt, glaube ich, Schleime töten. Ja. Wir sehen. Ich zeige euch nämlich auch mal das Kampfsystem. Wobei ich jetzt einmal ganz kurz einen Cut machen muss. Und wir sehen uns gleich kurz wieder.